Ela K. liest für euch Harry Potter Fanfictions. Viel Spaß! Partner wider Willen, Staffel 2. Eine Fanfiction, geschrieben von Ferja Avolon, veröffentlicht auf fanfiction.de. Ein Link zu dieser Fanfiction und eine Kurzbeschreibung sind unten in der Infobox. Disclaimer: Alle Rechte an den bekannten Personen und Orten etc. liegen bei JKR, die Story gehört Ferja Avolon. Partner wider Willen, Staffel 2, Vorwort. Liebe Leser, hier kommt endlich Staffel 2 der lang ersehnten Krimiserie. Ob ihr euch genauso darüber freut wie ich? Der anschließende Text ist eher für Neulinge der Serie. Diese Staffel spielt 26,5 bis 27 Jahre nach dem Krieg. Somit sind Harry und Draco 43 bzw. 44 Jahre alt. Alles, was in den Harry Potter Büchern vorkam, haben unsere Charaktere hier ebenfalls erlebt. Inhalte des Theaterstücks oder der Filme sind davon ausdrücklich ausgenommen. Wie immer sind alle Figuren der Bücher nicht mein eigenes Eigentum, sondern lediglich geliehen. Eine Folge der Serie umfasst 1 bis 2 Kapitel mit einer Länge von etwa 4.000 bis 8.000 Wörtern. Die Kapitel erscheinen immer mittwochs. Da eine Folge in sich abgeschlossen ist, schreibe ich immer die einzelnen Folgen und lade sie hoch. Mit anderen Worten, die Serie ist noch nicht fertig geschrieben, allerdings habe ich etwas vorgearbeitet. Die P18-Einstufung habe ich vorsorglich gewählt, da manche Folgen detaillierte Gewaltbeschreibungen enthalten können, da es eben eine Krimiserie ist. Wenn eine Folge heftiger ist oder mögliche Trigger enthält, werde ich vor der Folge eine entsprechende Warnung einfügen. Die sexuellen Inhalte stufe ich bei P16 ein. Wie ihr in der Beschreibung lesen konntet, handelt es sich bei der Serie um eine Drarry, Harry und Draco. Auch wenn es sich um eine Krimiserie handelt, ist sie eher humorvoll angelegt und nicht auf hochkomplizierte Fälle. Während die einzelnen Folgen und der Fall in der Regel in sich selbst abgeschlossen sind, läuft die Liebesgeschichte über die Folgen hinaus weiter. Viel Spaß beim Lesen wünscht euch Ferja. Jetzt hier nochmal eine kurze Anmerkung von mir. Jetzt zu dem Zeitpunkt, wo ich die ganze Sache aufnehme, ist die Serie schon komplett fertig geschrieben und hochgeladen. Das heißt, es gibt bei der Vertonung definitiv keine Verzögerung aufgrund der Autorin, sondern wenn, dann nur, weil mir mal wieder irgendwas schief geht oder ich was nicht zeitlich hinbekomme. Okay, ja, und das war's dann schon mit dem Vorwort. Und wenn ihr das jetzt gehört habt, dann kommt gleich auch schon der erste Teil. Mir war es wichtig, das Vorwort als separates Video hochzuladen, weil es doch etwas länger ist und ihr wollt ja von Anfang an direkt den Stuff haben. Darum habe ich jetzt einfach die Variante gewählt und ich wollte aber jetzt nicht für das Vorwort einen eigenen Upload-Tag haben, deswegen kommt das in Anführungsstrichen richtige Video, wo die Story dann anfängt oder die Serie. Das war's dann auch schon. Tschü, tschü, ihr hört mich. Ela K.